Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Honor. Und nein, kein Handelsabkommen, aber wir greifen hier gerade an und sind leicht unterlegen. Okay. Ich wollte eigentlich ich führe machen. Wir haben eine diplomatische Botschaft. Lass niemanden in die Stadt oder heraus. Ja. Der ist gerade noch in Kurland. Okay. Dies ist die Festung, die wir angreifen. Ach ja, die schönen Standardsprüche. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Nicht schlecht. Dies sind die Verteidiger der Festung. Von hier aus werden wir die Festung attackieren. Ja, da freuen wir uns ja wieder, dass wir unsere Katapulte haben. Sonst hätten wir hier ein kleines Problem. Diesen Türen. Feuer! So. Der Turm ist vernichtet. Bereit! Schön zu hören. Oh. Bewegung! Marschieren! So. Der Marsch halt immer nach hinten. Unsere schönen Bogenschützen. Gehen wir dahin. Marschieren! Ach ja, jetzt habe ich das vermisst. Letzten zwei, drei Wochen. Wurde getötet. Nun müssen wir sie endgültig aufnehmen. Richtig aufgenommen haben, weil wir nicht so viel vorproduziert haben. Das letztes Mal 3 Stunden Aufnahmen. Aufgegeben. Das werde ich heute auch wieder machen. Feindes getötet. Und? Politische Übersicht. Es könnte sogar das sein, dass wir in diese Aufnahme erfolgreich bekehrt schaffen, dieses Spiel endlich durchzuspielen. Aber ich kann auch sein, dass wir es nicht schaffen, also. Möge euch die Sonne den Weg. Wir werden sehen. Oh. Masovien sollte man auch noch bekehren, vielleicht. In Kurland war ja soweit alles ausgebaut. Dann. Wie lautet euer Befehl? In Vilna können wir dann auch noch ein bisschen machen. Einfach damit wir hier endlich mal diesen Ballistentürme reinhaben. Ein neues Gebäude errichtet. Eure Hoheit. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Noch eine Kirche. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eure Hoheit. Dann Stallung. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Dann Vilna hier. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Politische Übersicht. Den Krieg mit Litauen, dann haben wir hier noch eine Provinz zu erobern. Mein Herr, für die Krone. Angriff. Volinien oder wie auch immer das heißen will. So. Oh. Für die Lager. Angriff. Das machen wir mit normalen Kämpfen. Oh. Das könnte zum Problem werden. Mein Herr, eine Schlacht, eine Provinz wurde erfolgreich zurück in die Stadt. Guten Tag, mein Herr. Okay. Müssen wir wohl das irgendwie anders machen, vielleicht. Von Masovien her kommen, würde die Sache ein bisschen vereinfachen. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Beim ersten Mal auch bekehren. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Okay, die kann ich irgendwie nicht heilen. Endlich wieder warmes Essen. Schade. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. So. Mein Herr. Endlich. Gehen wir mal hier runter. Schwert setzte schon Rast an. Und greifen für daran. Die Ehre. Angriff. Amerika war erfolgreich und hat eine Möge Provinz bekehrt. Sehr schön. Ach, die wollen auch angreifen. Mit dem sind wir nicht im Krieg. Okay.
Seht euch die Festung des Feindes genau an. Ach ja, die Standardsprüche. Nur diese lächerliche Armee vernichten, dann ist die Stadt uns, eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. So. Ausgeglichen ist es noch. Und Verstärkung, ja. Der Feind wurde mit weiteren Männern verstärkt. Eure Hoheit, der Feind steht vor der Niederlage. Slawische Bogenschützen, normale Bogenschützen, das ist ziemlich scheiße. Die können bei uns erheblichen Schaden verursachen, dadurch, dass sie auch Fernkämpfer sind. So. Ja, wieder mal. Verdammt, die haben keine Pfeile mehr. Eure Hund, wir haben sehr große Verluste zu beklagen. Okay. Der Marschall geht weg und die gehen hier drauf. So, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Na, hier ist keine Belagerungswerkstatt, leider. Wollen wir die mal rein? Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Wollen wir hier noch die Bibliothek? Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Wir können rausnehmen die Spinnerei und bauen dafür dann eine Mauer rein. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. So. Möge euch die Sonne. Dann bringen wir den mal hierher. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der politische Übersicht. Okay, dann der Plan erstmal hier nach Lemberg oder Lemberg. Dann hier nach Lemberg. Podolien, Galizien, Ungarn. Ja, dann sehen wir mal weiter. Und wahrscheinlich Transsilvanien, die Pechenex, Lugansk, dann hier Armenien, Kurdistan, Rum, Jedisan. Dann gehen wir wieder hier zurück und greifen hier an. Dann Kreta und dann fehlen nur noch diese drei Länder. Und der hier hat keinen Handelspartner. Wie lautet euer Befehl? Ich verlasse die Stadt. So. Ihr habt von der Machtposition eurer König, ihr habt einen diplomatischen Wie lautet euer Befehl? Ihr habt die Machtposition eurer königlichen Familie gestankt. Politische Übersicht. Mit den harmonischen Wohlgang mit ihm Krieg sind. Ach, sowas passiert ja auch nicht oft. So, nochmal zwei. Ich warte gespannt auf eure Befehle. Nichts zu tun haben. Könnte ich hier einsetzen? Nochmal zwei Spione. Ja, was ist euer Begehren? Mein Herr, ein Bote ist angekommen. Freud, Handelsabkommen, nein. Ich bin trügerisch. Seht euch die... Scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen hier mal einen Cut. Und hoffen, dass es dann gleich wieder funktioniert.